voodoo.de. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Thomas und ihr schaut voodoo.de. Bei mir gibt es PC- und Konsolenspiele. Heute zocken wir mal Mr. Prepper. Und das ist ein 2,5D-Survival-Spiel. Es droht ein Atomangriff und wir müssen vorbereitet sein. Das heißt, wir müssen wohl irgendwie eine Basis bauen. Das ist wie alle Videos auf diesem Kanal ein Blind-Let's Play. Das heißt, ich habe das Spiel noch nie gespielt und werde das mit euch zusammen erkunden. Also gehen wir einfach mal auf neues Spiel. So, Tag 1. Bereite dich auf das Schlimmste vor. Machen wir. So. Lalalalalalalala. Ja, sollten wir tun. Tutorial. Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable. Lifeless. Filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Mr. Prepper. Das sieht aber hässlich aus. Und wir sind zurück an ihrem Wohnort, Bürger. Wegen dem Fluchtversuch haben wir ihr Fahrzeug konfisziert. Dies ist ein Standardprotokoll. Natürlich ist es ihnen auch verboten, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu registrieren. Die Agentur drückt ihre Hoffnung aus, dass sie es nicht noch einmal versuchen werden, aus Murrikaville zu fliehen. Oh, natürlich habe ich es vor, mich wieder in dieses wunderschöne Städtchen zu verlieben. Das ist eine lobenswerte Einstellung, Bürger. Von nun an sind sie auch auf Bewährung. Ich werde regelmäßig für eine kleine Inspektion vorbeikommen und nach staatsgefährdenden Aktivitäten und Gegenständen Ausschau halten. Dies ist ein Standardprotokoll. Ich bin mir sicher, dass die Folgeleistung und meine Besuche nur eine Formalität sein werden. Gott schütze den Präsident. Möge Gott sie schützen. Krass. Dies ist ein Tutorial. Lass mich dich herumführen. Mach dich mit der grundlegenden Steuerung vertraut. Bewege die Kamera mit Dingens oder WASD. Okay. Bewege Mr. Prepper mit. Ah. Oh, das ist relativ easy. Doppelklick zum Rennen. Gut. Klicken wir mal auf ein Objekt. Also Rechtsklick. Inspizieren. Teppich. Ich bin müde. Wie wäre es mit einem kurzen Nickerchen? Nickerchen. Irgendwie cool. Ah, da läuft die Zeit schneller ab. Hier unten sehen wir übrigens auch die Zeit. Oder was das auch immer sein soll. Du bist hungrig, geh was essen. Öffnen. Na, schneller hier, Junge. Kann ich das jetzt mir reinschrauben? Ja. Schraub alles rein. Ah, jetzt. Das ist deine Vorbereitung. Ah. Okay. Halte deine Vorbereitung hoch. Okay. Es ist dein wichtigster Wert. Wenn er auf Null fällt, wirst du in Ohnmacht fallen. Bleibe satt und ausgeruht, um ihn hochzuhalten. Also, okay. Gut. Lies deinen neuen Fluchtplan. Hauptsache, der hängt hier mit. Der Typ kommt hier zur Inspektion und der Fluchtplan hängt da einfach. Macht das Sinn? Egal, wir gucken mal. Lesen. Überleben.
flüchten. Baue einen Bunker. Baue den ersten Raum von meinem Bunker. Ach, krass. Ach, Entschuldigung. Guck mal hier. Geil, man kann so suchen. Das ist schon irgendwie cool, ne? Bauen. Gib mal Gas. Das ist ja total verrückt. Ist unterm Teppich dann wahrscheinlich versteckt, ne? Du musst eine Leiter für deinen Bunker herstellen. Decke zuerst deine vertraute Werkbank auf. Ah. Moment, ich glaube, man konnte irgendwo immer rennen. Ja, weil das nervt nämlich. So. Deine Werkbank ist ein bisschen rostig. Schaue nach, was du brauchst, um sie aufzufrischen. Keine Ahnung. Herstellen, zerlegen und Arbeitsmagie. Sie soll versteckt sein. Der Briefträger hält uns. Fang an mit dem Kauf von 8 Einheiten Metall. Ah, okay. Handeln. Surgery. Was ist das? Hä? Erde? Metall? Ah ja. Wie viel sollen wir kaufen? 8, ne? Genau. Handeln. So, das ist dein Vertrauensniveau mit deinen Nachbarn. Okay. Jedes Mal, wenn du dein Vertrauen verbesserst, erhältst du Zugang zu mehr und besseren Angeboten. Durch Weiterempfehlungen deiner Nachbarn kannst du auch weitere Händler freischalten. Ah, hier steht, wann das... Geh in den Wald und suche etwas Holz. Cool, man kann... Hey, wie cool. Da habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass man auch noch woanders hin kann. Rennen, rennen. Und nach Hause. Ja, irgendwie ist das abgefahren. So, jetzt haben wir Holz, ne? Oh, die müssen wir sogar zerlegen. Ah, hier oben haben wir die Baumstämme. Okay. Zerlegen. Noch einen. Steht oben immer wie das. Na, das ist die Zeit, die wir hier brauchen dafür. Super, wir haben 15 Holz. Und jetzt ist auch schon was angekommen im Briefkasten. Und alles nehmen. Super.
Jetzt können wir unsere Werkbank verbessern. Ah, hier oben sehen wir werden ein bisschen müde. Und jetzt können wir aber auch schon eine Leiter herstellen. Aus 3 Metall. Oh, wir sind gleich müde. Jetzt können wir wahrscheinlich nur noch die Leiter platzieren und dann... stopp, stopp! Hier? Du brauchst Lampen für deinen Bunker, dafür brauchst du Glas. Ne, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Nö, darf ich nicht. Ja, dann halt nicht. Kurz ausruhen, jetzt aber. Ja, will er nicht machen. Boah, dann kann ich auch nicht ändern, ne? Zerlegen. Ah, er kann neue Sachen lernen. So. Stell eine Lampe her. Was haben wir hier? Landwirtschaft, Bunker, Ausrüstung, dekorativ. 1 Glas brauchen wir dafür. So. Hey, geil! Wie cool, oder? Ja, jetzt würde ich auch sagen. Du musst vor 3 Uhr schlafen gehen. Das ist irgendwie witzig. Ah, speichern. Das sieht aus, als wenn er nach jedem Tag dann speichert. Ah. Hm. Ah. Zudecken. Oh, er kommt. Oh, die Werkbank. Die ist verdächtig, oder? Nein! Scheiße. Der geht auch in mein Schlafzimmer. Hier ist der Fluchtplan. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Fehlende wichtige Gegenstände, keine verdächtige Gegenstände. Pass, Werkbank, Fluchtplan.
Note 1. Was? You were not prepared. Verdammt! Ach, ich musste dann... Das müssen wir umdrehen. Ach so. Verrückt. Schnell, er kommt, schnell. Und hier auch noch. Nehmen, was weiß ich. Ach so. So, jetzt dürfte es nicht passieren. Ist ja auch geil. So, die Fässer, ne? Ich weiß nicht, was da mit den Fässern. Hätte ich vielleicht nehmen müssen auch, ne? Ah, vielleicht ist das nicht so schlimm. Komm, die Fässer, ey. Ist zum... Grill anzünden. Ah. 3. Hat. Platziere die Werkbank in deinem Bunker. Ja, ich glaube, das ist definitiv eine bessere Idee. Ich komme dort nicht hin. Wieso kann ich... Ich will nicht, dass der Agent das sieht. Ja, natürlich nicht. Seht ihr, warum das nicht geht? Ach, da, die Lampe. Die Lampe ist im Weg. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Definitiv. Als... Wieso sollte ich die Lampe nicht da drüber platzieren können? Okay. Ich glaube, ich habe mich eingeschlossen. Öffnen. Nein! Nein! Wie ist das denn passiert? Oder ist jetzt... Ich habe mich ernsthaft eingesperrt. Das ist ein Scherz, oder? Tja, Leute, ich glaube... Ich glaube, das war's.
Ich habe mir gerade selbst ein Ei gelegt. Selbst ins Knie geschossen. Ich glaube, das war so nicht vorgesehen vom Spiel, ne? Scheiße ist das. Aber das, wie ich konnte dieses Ding hier hinlegen, obwohl ich gar nicht da war. Das ist, glaube ich, ein Fehler im Spiel, oder? Kacke. Komm schon. Ja, bringt ja nichts. Müssen wir gucken, wo der letzte Spielstand war. Oh. Bitte lass den nicht da gespeichert haben. Glaube. Ach nö, ey. So, jetzt müsste ich ja sogar 0 haben, ne? Kann man das ein bisschen schneller laufen lassen hier? Habe ich die Fässer habe ich in die Hosentasche gesteckt. Verrückt. Dies war nachteilig für den Schutz von Sicherheit und Wohlbefinden. Null. Super. Gott. Nö, war doch nicht. So, jetzt. Hä? Da habt ihr gesehen, da war auch wieder ein Fehler. Gerade ist die Tür gar nicht aufgegangen. Junge, Junge. Ja, ich glaube, da muss noch ein bisschen gebastelt werden an dem Spiel. Da gibt es noch ein paar Bugs. Early Access. Damit kann man alles rechtfertigen. So. Und jetzt können wir auch da rein. Ja, bla bla bla. Ach du Scheiße. Haben wir nicht. Wo krieg ich denn das ganze Zeug her? Blaubeeren? Hirschfleisch? Irgendwie gibt das hier nicht richtig. Oder ist das hier? Warte mal. Ah. Wir nehmen mal kurz alles. Ah, guck, hier können wir eine Karottensuppe kochen. Und hier so ein Ding noch. Ich wird das nicht alt. Bisschen pelzig dann. So. Gucken wir mal hier. Was ist das? Energy Drink. Essen. Super. Lies dein Journal.
Ich sollte anfangen, indem ich auf meinen ultimativen Plan schaue. Okay. Umdrehen. Das ist schon ziemlich verrückt, das Spiel, oder? Baue ein paar Pflanzen in deinem Bunker an. Fünf Beete, fünf Samenbeutel im Haus finden oder ja. Gut, dann gehen wir mal zur Werkbank. Also wir müssen wirklich komplett uns vorbereiten. Also komplettes... Hä? Hier. Noch eins. Kann man nicht mehreren Auftrag geben? Ah, doch. Ist eigentlich ganz, ganz witzig. Aber ein paar Bugs hat es auf jeden Fall noch. Das steht fest. So, Samen. Okay, wir haben Beete. Aber... Es dauert halt lange, ne? Oh, hier können wir sogar Waffen und alles später noch. Na prima. Kann man das nicht... Kann ich einen größeren Raum? Oh shit! Ach, so geht das. Ja, dann Moment, dann reiße ich das nochmal ab. Genau. Oh, scheiße, vielleicht sind wir müde. Komm schon, das schaffst du noch. Go, go, go. So, jetzt schnell schlafen. Tag 3. Dü-dün-dün-dün. Jetzt will er einen Snack. Boah, das geht ganz schnell zurück, wenn man nicht schnell was isst. Wieso geht das hier nicht voran? Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt eine Leiter wieder, ne? Was ist hier los? Mögen Sie im Allgemeinen Blumenkräuter und Pflanzen, haben Sie Probleme, Freunde in der Stadt zu finden? Haben Sie genug vom städtischen Leben und den traurigen Männern in Anzügen, die Ihr Haus durchsuchen? Mögen Sie die Natur, wenn alles auf Sie zutrifft? Dann kommen Sie bitte am Tag in den Wald. Sie werden sicherlich jemanden Freundliches treffen. Machen wir. Was ist denn?
Reparieren. Seilbahnstütze. So. Ist das? Okay, so war das nicht gedacht. Bisschen verrückt ist es auf jeden Fall. Ach, hier Blaubeeren, guck mal. Alles am Start hier. Ich glaube, wir müssen jetzt hier weitergehen, zu diesem Pfad. Boah, die Ladezeiten sind aber auch schon echt nervig. Holy shit. Ne, nicht inspizieren. Nehmen. Guck mal. Was meinte der mit dieser Kurbel soll hier mitten im Wald sein? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Zu schwer. Ach so, wir sind überladen. Geht's noch weiter? Da ist jemand. Bob, bist du okay? Hä? Butterblume? Jung. Jenny ist das. Und die hat mir den Brief geschickt. Hey. Ah. Hä? Bösartiger Wolf. Ach du Scheiße. Rotes Käppchen. Ah, okay. Redet die unfassbar mit der Pflanze. Redet mit der Pflanze. Was ist das? Alles reinschrauben. Aber wo ist denn der Wolf? Egal, wir gehen nach Hause. Jetzt haben wir hier an der Seite sogar die Quests. Ach Quatsch. Ich wollte ja die Sammle 5. Ja. Ich würde gerne. Hier ist schon wieder ein. Brief. Nee, das ist derselbe. Handeln. Ah. Wieso kann ich nicht handeln? Jetzt. Supermarkt, Nancy, Sergey. Kaufen. Eine Box. Holzpalette. Hä?
Scheiße, wieso kann ich kein Eisen mehr kaufen? So ein Mist. Leiter. Tja. Metall haben wir nicht mehr. Ah! Haben wir wohl. Eh besser, wenn wir das zerlegen. So. Jetzt können wir auch wieder eine Leiter herstellen. Und dann können wir auch das Zeug platzieren. Auch, aber wir brauchen noch eine Lampe. Ich habe jetzt gerade ein Ölfass produziert. Fuck. Sehr gut. Hier war das, ne? Super. Und jetzt können wir auch unsere Beete platzieren. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Super. So, jetzt. Was ist das? Öffnen. Ah, Salatsamen, Karottensamen. Na, okay, fertig. Dann. Ja, wir sind schon wieder müde, Junge. Hä? Wieso geht das nicht? Ah, so geht das. Gott. Und schnell pflanzen, was meint er damit? Ach so. Super. Wasser und Licht, das hätte ich mir schon gedacht. Hier sieht man das Licht. Du Scheiße. Das ist aber schon echt verrückt, das Spiel, oder? Muss man schon sagen. Da hast du ja wirklich richtig viel zu tun. Aber letztendlich irgendwie cool, also gefällt mir. Zack. Und dann geht's heiter weiter, ne? Also jetzt. Ja, irgendwann, da muss er halt auch immer gucken, wann der Agent wieder kommt, ne? Das steht fest. Ja, Leute, ich will jetzt nicht stundenlang zocken. Geht ja immer darum, so einen ersten Eindruck von dem Spiel zu bekommen. Also man hat wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und wir gehen jetzt mal hier gucken. Das Spiel ist jetzt, wo ich es gerade zocke, noch nicht raus. Ich weiß noch nicht, was es kosten wird. Also ich finde es eigentlich cool. Also da kann man wirklich viel machen. Ich würde da fast schon
15, 20 Euro für bezahlen. Guck mal hier. Also hier, der hat richtig eine Farm schon. Noch eine fettere Werkbank hier, Ölkanister und eine Rakete. Das ist echt total krass. Ist auf jeden Fall eine nette Idee. Ne? Und ja, ich hoffe, dass der erste Eindruck war gut für euch. Ich hoffe, ihr konntet mal so ein bisschen sehen, wie man das Spiel bedient, wie das alles so aussieht. Und ihr habt auch gesehen, man kann auch überall woanders hin. Ne? Zum Beispiel in den Wald, da hat man da auch noch Quests und. Also ihr könnt jetzt natürlich noch stundenlang weiterzocken, aber darum geht es hier nicht. Es geht immer um den ersten Eindruck und der ist wirklich gut. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich und wir sehen uns beim nächsten Mal in der nicht in der virtuellen Realität. Das ist schon der Standardspruch. Ich habe das schon so drin. Wir sind ja hier gar nicht in der virtuellen Realität, ausnahmsweise. Haut rein. Ciao. Wurde.de